Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sagebrush. So, wir sind auf dem Weg zu Pater James Zimmer und wollen mal gucken, was er da so verheimlicht. Moment, da hinten ist das, ne? Ja. Sehr gut, kriegen wir hin. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel so lange geht. Also, ganz so lange geht es jetzt nicht, wie so ein... Naja gut, die AAA-Story-Titel haben jetzt auch nicht mehr unbedingt an mega viel an Spiellänge, aber... Nö, ich bin überrascht, dass das Spiel hier doch so lange durchhält. Ich bin auch überrascht, dass ich so lange durchhalte. Ha! Ja. So, ich habe doch eben das Licht angemacht. Unglaublich. Wieder irgendwer in seinem Stromsparmodus, ne? So. Irgendwer Neues hier? Nein. Gut. Huch. So. Jetzt aber. Okay. Oh Gott, sieht schon aus wie so ein Puff. Was ist das? Gemälde untersuchen. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, was das darstellen soll. Ja, da sind wir schon zu zweit. Okay, Fernseher. Hat er wieder ein Porträt von sich? Was ist das? Schuhkarton untersuchen. Ein Schuhkarton voll mit Beuteln und einem weißen Pulver darin. Sowie einer Glasröhre, welche an einem Ende geschwärzt ist. Alles klar. James Tagebuch. Ich habe letzte Nacht endlich geschlafen. Ich sprach mit dem Teufel. Er stand am Fuße meines Bettes, um über die Sicherheit der Herde zu feilschen. Aber siehe da, ich habe ihn überlistet. Er flehte mich an, meinen Kreuzzug zu beenden. Und ich spuckte in sein Gesicht. Ich spuckte in des Teufels Gesicht und er verschwand. Die Sünde hat eine physische Masse. Ich habe es in Experimenten gemessen und eine mathematische Formel für die Bestimmung der Sünde einer Person erstellt. Das Gewicht ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Dies erfordert eine spezielle Waage, welche auf die göttlichen Wellenlängen abgestimmt wurde. Alter, das ist so ein Scheiß, ne? Ich werde diese bauen und alle Mitglieder der Herde testen, um deren Reinheit zu gewährleisten, besonders bei Lillian, Juliet und Lennart. Hatte beabsichtigt, auf die Volljährigkeit von Juliet zu warten, um sie einer alternativen Reinigung zu unterziehen, stieß dann aber auf einen rabbinischen Text, in dem die Vollendung der Ehe bereits mit 3 Jahren und einem Tag erwähnt wurde. Ich werde beten und auf Antwort warten. Alter, ekelhafter Typ, ey. Traumnotizen. Ein großer, geflügelter Leviathan ging aus den Wolken hervor, umgeben von Engeln, und sprach mit Funkwellen. Was? Der Leviathan sprach von einem Betrüger, welcher sich näherte und der Herde unreine Bosheit bringen sollte. Ich schätze mal, das ist der FBI-Agent gewesen, ne? Bosheit bringen sollte, sie mit Zweifel ansteckt und unsere Tore zur Außenwelt öffnet. Engel flogen in den Mund des Leviathans und ließen seine Zunge in Feuer aufgehen. Ein Flammenatem schoss heraus und verschlang die Welt in meinen Traum. Ich verstehe, Herr. Das ist gut, weil ich versteh's nicht. Tür öffnen. Axt. Gut, so schon. Ein Stapel alter Erotikmagazine, welche von recht harmlos bis ziemlich pervers reichen. Versteckt unter dem Bett, als wäre es das Schlafzimmer eines 12-Jährigen. Alter Vater. Gott, was hat er sich denn hier wieder gebaut? Ein weiterer Altar, ebenfalls in rotem Licht getaucht, unter einer Wand voller religiöser Bilder. Ein Totenkopf von Jesus Christus zeigt, welcher am Kreuz in Golgatha entfernt wurde. Gut. Was haben wir da noch? Nichts. Einmal das Bett gucken. Pater James Bett, unordentlich, bedeckt mit dicken Wolllaken, welche die Jahre voll Schimmel überstanden haben. Okay. Kann man ins Nachtschränkchen? Nein.
Videorekorder. Nein, erst den Fernseher und dann den Videorekorder. My flock, I have wonderful news. No, no. My flock, I have wondrous news. The days of reckoning are upon us. Some of you may be afraid. Damn it, no. Ambition. My flock, I have wondrous. The days of reckoning are upon us. Be not afraid. This is the day we have been working towards all this time. The focal point of all history. The end point of all creation. I have seen the signs. I have heard the word of the Lord. I speak the word of the Lord. I am the word of the Lord. Yes, that's good there. Three, five, six, nine. Drei, fünf, sechs, neun. Three, five, six, eight. And what's the code for the damn safe? Four. Drei, fünf, sechs, vier? Kann das sein? Drei, fünf, sechs, vier? Geil. Was haben wir da? Siegel mitnehmen. Du hast jetzt das Siegel, keine Ausreden mehr. Es ist Zeit, zur Kapelle zu gehen und der Vergangenheit ins Auge zu sehen. Ey! Mach das wieder auf! Gelobt sei der Herr, unser Tempel wurde enthüllt. Die Engel des Herrn haben die Vorgaben für unseren Tempel offenbart. Der Tempel des Propheten, blablabla. Die zweite Seite zeigt ein Schema dessen, was zur Kapelle wurde. So wie ein Tunnel, der aus dem Hinterzimmer zu führen scheint. Die dritte Seite scheint herausgerissen worden zu sein, wenn man sich das verbliebene Stück Papier anschaut. Oh Gott. So, hier, Stromschwan. Sehr schön. Huch. Oh Gott. Okay. Ah, warum gehen die Türen alle nach innen auf? Gott. So, ich würde sagen. Fuck. Das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, auf zur Kapelle, Kirche. Kirche. Haha. Ja. So, oder mal gucken. Wir sind wieder hier. Da ist das Gemeindehaus. Huch. Ah, hier sind wir bei der Feuerstelle. Und da oben sind wir ja schon recht richtig. Gut. So. Okay, also was wir bis jetzt schon wissen, ist, dass hier echt eine kranke Scheiße abgegangen ist. Und dass es vielleicht auch gar kein Massenselbstmord war, sondern Massenmord, weil sie ihn alle verraten haben? Ah, alles klar. Guck mal. Bing! Bing! Tür öffnen. Speichern. Reingehen. So. Machen wir die Tür einmal zu. Natürlich, Licht gibt es nicht. Okay. So, da haben wir auch nichts. Wir haben hier das. Oh, verdammt. Axt? Nein. Na gut, ich hätte jetzt gesagt, das hilft weiter, ne? Also, es ist ja. Ne? Da muss ich ja Schlüssel suchen. Oh Mann. Tape Deck benutzen. Huch! Was so? Don't be afraid. There's no need to be afraid. We must go through the flames, but the flames will not hurt us. Not our true selves, our spiritual selves. Was so? I know his will, and
and its time. This world, it's molded in filth. It's too far gone. Ew. They sent demons to test our resolve. They expected us to give up the fight, but here, today, we prove to all of them that we never gave up. Our faith is never wavered. Today, we take our place at the foot of the throne of the Lord. You know, although the body's a little, there's no need for it to hurt. Here, drink this. Drink this. Pass these around. Things will go a little fuzzy, but then the flames will take us, and we will join our Lord in his heaven. We will be by his side forever, where we belong. Amen. Please. Amen. Amen. Where's my car? Boy, I love each and every one of you so much. God bless. Uh-huh. That's when they locked the doors. And then Andrew and Leonard started soaking rags in lighter fluid while I started handing out the cups. Little paper cups full of crushed up Quaaludes mixed with lemonade. Father kept preaching as we drank. They lit the rags and put them around the outer walls. Everything caught so quickly, soon everything was on fire and people just sat down in it. Let it take them. Something clicked. I don't know what. I needed to get out. I didn't want to die. I remembered Father's temple and I ran. Boah, aber wohin? Hä? Oh, Leute. Oh, Leute, warum? So. Tagebuch lesen. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du nicht daran, was? Wie du überlebt hast? Warum möchtest du dich nicht erinnern? Verdammt, ich weiß es nicht. Tagebuch lesen. Du weißt warum. Als die Zeit kam, konntest du dem Herrn nicht in die Augen sehen. Deine Zweifel haben dich aufgefressen. Du hast dich nicht ihrem glorreichen Tod angeschlossen, aber in deinen Zweifel hast du sie auch nicht gerettet. In der Tat. Du bist ein Feigling. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir nicht. Alter. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ist das euer Scheißernst? So, das ist der Tunnel. Wohin auch immer. Hier sind wieder Bilder, hier ist wieder ein Altar. Ein weiterer Altar, ebenfalls am Grund. Blablabla. Religiöse Bilder. So. Nee, jetzt nicht der Stricher wohnt hier unten. Jetzt sag nicht der Die Decken sind noch immer zerzaust von den paar Nächten, die du hier verbracht hast. Nee, sind wir die, die gerade geredet hat und geflüchtet ist? Ach so, oh Gott, ich bin so dumm. Ey, ich hab das nicht kapiert. Es tut mir leid. Duschen können wir auch nicht. Da gehen wir später mal raus. Ja. So, hier nochmal reinhören. The door shut behind me and everything was dark and completely silent, as if the burning chapel and all the people dying behind me didn't exist. The drugs took over then, and it was all I could do to crawl into bed before I passed out. Ach so, okay.
Futter. Sehr gut. Tomatensuppe. Der Kühlschrank ist voller Blablabla, bla bla, das kennen wir schon. Dasselbe wie oben. Waffen wie in der Mine. Alter, wie tief geht denn das? Warum hat meine Taschenlampe Probleme? Warum ist meine Taschenlampe aus? Leute. Das ist nicht... Nicht euer Ernst. Wow. Hat er aber ordentlich in Energiesparlampen investiert, ne? Ach, leck mich doch am... Nein! Ich will das nicht. Ich kann nicht speichern. Ich hasse euch alle. Doch. Ma'am, who started the fire? Was zur Hölle? Ma'am, I know you've been through a lot, but we need your cooperation to piece all of this together. Who started the fire? Pretty much everyone. Father James lit the first flame, but the others helped it spread. So they weren't coerced? No. They were weeping with joy. People were singing. And you? What did you do? Ma'am? Laufe ich gerade durch den Tisch? In der Tat. Ich laufe durch den Tisch. Was haben wir gemacht? Wir haben geheult und wahrscheinlich in die Hose geschissen. So wie es jeder tun würde, wenn er gleich verbrennen würde. Gott. Unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass das Licht immer schlechter wird. Okay, und dieser ist wahrscheinlich unsere Erinnerung, ne? You're being quiet. I don't know what to say. It's just... Lillian, was it something we did? Dad. I just don't understand how you could run off and join some insane cult. I don't know, Dad. I don't know. You're a smart girl. What were you thinking? Lillian, the things I've heard on the news... Where are you going? Weg. Einfach nur weg. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Okay, ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt, aber irgendwas hat hier gerade zwei, dreimal in meinen Kopfhörern geknallt. Geknallt, merkst du? Geknallt mit heftigem Bass. Also, doch recht unangenehm. So, Lillian, have you been having any more thoughts since your last attempt? All the time. So, was ist da hingesetzt hier? It seems as if you almost regret surviving the fire. Oh. I don't know, I don't. So confusing. Ja, da sagst du was. I didn't want to die, but I feel like I let them all down. Let them down because you didn't save them, or because you didn't die with them. I don't know anymore. Well, listen to me. No matter what, you deserve to live. I promise you. Lillian, you deserve to live. Ja, ich hab's verstanden. I need to go. I can't do this right now. I can't. Tschüss. Achso, war zu früh. Alter. Ihr macht mich fertig. Puh, ihr macht mich fertig. Naja, jetzt ist wenigstens ein bisschen mehr Licht. Zwar... Sure, you don't want to hear me ramble about mechanical engineering for another 20 minutes. Tell me more about you. You studied communications, right? Bad job does that get you? Well, right off the bat, not much. I couldn't find work, so I ended up backpacking through Europe for a year after college. Oh, cool. I've always wanted to do something like that. I bet it was amazing. Yeah, it was super fulfilling to see all those different ways of life. Really eye-opening. God, that was a long time ago.
Man, I'm jealous. I jumped right into work after school. Working 70, what, 80 hours? You know how it is. Just expected to devote everything to it. It's like a religion. It took me a while to see how messed up it was. Yeah, I can imagine. Yeah. Ja, ja, ja. Mit Religion haben wir es voll am Hut. Also da haben wir voll... Oh, falsch. Wo sind wir denn gerade? Sieht man gar nicht, ne? Und es geht immer noch weiter. Also was ist denn mit dieser Tür los? Verdammt. Okay. Ja, nee, ich bin weg. Das ist ein Auto. You have one unheard message. Ist das unser Auto? First unheard message sent yesterday at 7:15 p.m. Lil, is everything all right? I've been trying to get a hold of you all day. Please pick up. I'm worried about you. Okay, just call me back. Na, ich glaube eher weniger. End of message. To delete this message, press 7. Message deleted. Ich habe keine 7 auf dem Controller, es tut mir leid. Hör auf damit! Hallo? Hallo? Aha. Warum sind wir jetzt... Ernsthaft? Okay, wir sind jetzt wieder in der Realität, ja? Wir sind wieder in der Realität. Und sind hier, warum auch immer... Okay, oben ist anscheinend oder wahrscheinlich jetzt alles abgefackelt, ne? Meine Taschenlampe geht immer noch nicht. Das ist sehr... Warum sind die zwei Lichtschalter? Oh, fuck. I remember now. I've tried not to. I thought I could move on. Pretend it hadn't happened. But here it is. I'm looking at it. I was here. You were all here. And now it's just me. Tja, zum Glück. Also, natürlich traurig für die anderen. Oh, schlechte Auflösung, das Handy. Da, das Smartphone hat ein schlechtes Display. Oh, Lil, Jesus, there you are. I've been trying to get a hold of you for hours. Where are you? I had to take care of something. Look, are you okay? I was getting worried. Yes, I'm fine. I'm heading home now. Tim, there are some things I need to tell you. Endlich mit der Vergangenheit aufräumen. Ja. Nein. I met Anne first, waiting for the bus. Hä? Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all, that what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James. Und wie James geendet hat, wissen wir ja. Ja, ich glaube, a game by Nathaniel Behrens.
So, Gust, Lillian, Sarah Behrens, Nathaniel Behrens, Brian Hudson. Tut mir leid, das ist hier, ne? So, da. Okay. Also für dieses... Vielen Dank fürs Spielen. Ja, gerne. Es hat... Es war nicht schlecht. Also es, für so ein kleines Projekt... gefundene Bänder 12 von 12, Gesamtzeit 2 Stunden 16 Minuten. Ja. Okay. Ja, da bleibt mir jetzt auch nicht viel zu sagen. Denn... Ja, keine Ahnung, es gibt nicht viel zu sagen. Das war nicht schlecht. Es war ein gutes Spiel. Mir hat es echt gefallen. Echt nicht schlecht. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ey, runterladen. Gibt es, glaube ich, jetzt auch schon auf Steam. Oder so. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War schon ein bisschen krank, auf was Leute sich so alles einlassen. Nur wegen dem Glauben oder wegen irgendetwas, was denen versprochen wird. Ja, das Ende... Ja. Das Ende im Feuer. Tja. Gut, Leute. Fettes Dankeschön, dass ihr bis jetzt mit durchgehalten habt. Es war vielleicht zwischendurch mal ein bisschen festgefahren, langweilig, tot. Aber hey, so ist es halt, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.